Hermann Brückel, Unterrichtssprecher der FPÖ, ist am Wort. Kolleginnen und Kollegen, im internationalen Vergleich hat Österreich ein durchaus beachtliches Bildungsbudget. Wir geben über 10 Milliarden für Bildung aus, gleichzeitig aber liegen wir im internationalen Vergleich, bei internationalen Studien liegen wir zurück. Jetzt kann man Ursachenforschung betreiben oder aber auch im Hinblick auf die derzeitige Situation die Prioritäten anders setzen. Wir geben im nächsten Jahr wieder 240 Millionen Euro für Schultests, für Kindertests aus. Aber wir geben viel zu wenig für Förderung, für Unterstützung, für Förderstunden aus, viel zu wenig, um die Bildungsverluste, die im Zuge der Krise und durch die Regierungsmaßnahmen entstanden sind, wieder gut zu machen. Und in diesem Zusammenhang darf ich einen Entschließungsantrag einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung werden aufgefordert, für die Aufholung von Lernrückständen ein ausreichendes Budget für zusätzliche Fördermaßnahmen 2022 zur Verfügung zu stellen. Das ist aber nicht das einzige Problem, Hohes Haus. In den vergangenen Tagen ist das mittlerweile sprichwörtliche Schulchaos in völlig neue Galaxien aufgebrochen. Niemand kennt sich mehr aus. Und die Kollegin Vorderwinkel von der SPÖ hat das auch angesprochen. Ich darf als Beispiel, Herr Bundesminister, Ihr Team Kommunikation hat sich hier völlig verselbstständigt, hat vergangene Woche eine Weisung, zumindest ist sie als Weisung in den Schulen und bei den Direktoren so angekommen, hinausgeschickt, obwohl es keine Verordnung gegeben hat. Hier wurde dann verbreitet, dass man jetzt in Zukunft wieder eine FFP2-Maske in den Schulen tragen muss. Und zwar von der ersten Klasse Volksschule bis in die Matura-Klassen. Sie haben das dann zurückgenommen in der Verordnung, da ist dann keine Rede mehr davon, das ist richtig. Aber es war jetzt einmal so vorgesehen. Das sorgt natürlich für Verwirrung. Und gleichzeitig sorgt dann für Verwirrung, dass wir einerseits Schulen haben, in denen wir FFP2-Masken, eben diese Pflicht haben in den Oberstufen, und wir aber in den Unterstufen nicht, aber wir haben im Turnunterricht zum Beispiel auch die Maske. Es steht zwar drinnen in der Verordnung, es gilt nur für Innenräume, aber ja, natürlich, im Winter werden die Kinder in den Turnsälen sein und nicht im Freien. Also FFP2-Maske im Turnunterricht halte ich für einen absoluten Wahnsinn. Eine andere Anweisung war dann, und das ist eigentlich ein sehr, sehr schwerwiegender Punkt, wenn heute in einer Klasse ein Kind positiv getestet wird, Herr Bundesminister, dann werden alle Kinder, die ungeimpft sind, in das Distance Learning geschickt. Das bedeutet aber im Endeffekt, wir haben die Volksschulen, wir haben die Unterstufe im Grunde genommen wieder gänzlich zu Hause und damit schließen sie de facto auch wieder unsere Schulen, zumindest im Unterstufenbereich. Ein Distance Learning mit Schülern, die in der Klasse sitzen und die zu Hause sitzen, das funktioniert nicht und das geht ganz einfach nicht. Herr Bundesminister, auch Sie sind Teil einer Bundesregierung, die durch Maßnahmen einen ganz, ganz großen, tiefen Keil in unsere Gesellschaft treibt, durch Familien. Sie trennt Eltern und Kinder, sie trennt Bruder und Schwester. Und der Politikberater Thomas Hofer hat es auf den Punkt gebracht vor zwei Tagen, als er gesagt hat, die Politik, Parteizentralen, Ministerien und Bundeskanzleramt unterschätzt die Kluft in der Gesellschaft. Herr Bundesminister, bitte beenden Sie zumindest in Ihrem Bereich diese Spaltung, diese Teilung der Gesellschaft, der Menschen in Gut und Böse in unserem Land. So, Hermann Brückel, Unterrichtssprecher der FPÖ, dass die Budgetuntergruppe Bildung, Wissenschaft und Forschung ist jetzt an der Reihe für die Bildung. Gibt es im nächsten Jahr mehr als 10 Milliarden Euro Budget für die Forschung und die Wissenschaft mehr als 5,6 Milliarden Euro?